Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier erfahren Sie, wie Sie Exchange Server 2019 installieren und konfigurieren. In diesem Video werden wir die Installation von Konfiguration von Archive Domain Server, Exchange und dessen Grundeinstellungen durchgehen, um vollständig mit dem MAPI-Protokoll zu arbeiten. Wie erstellt man ein Zertifikat? Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Um einen MAL-Server einzurichten, benötigen wir also einen Server für die Installation von Archiv, Directory Domain, Service und einen zweiten Server für die Installation von Exchange-Server. Archiv Directory ist ein von Microsoft entwickelter Verzeichnisdienst für Windows-Domain-Netzwerke. Es ist in den meisten Windows-Server-Betriebssystemen erhalten. Ein Server mit der Rolle Active Directory Domain Service wird als Domain Controller bezeichnet. Er ist authentisiert und autorisiert alle Benutzer und Computer im Netzwerk, indem er Sicherheitsrichtlinien zuweist und auf alle Computer anwendet und Software installiert oder aktualisiert. Wenn sich zum Beispiel ein Benutzer bei einem Computer eines Domain-Mitglieds anmeldet, prüft Active Directory den angegebenen Benutzernamen und das Kennwort und stellt fest, ob der Benutzer ein Systemadministrator oder ein normaler Benutzer ist. Außerdem verwaltet und speichert es Informationen, bietet Authentifizierung und Autorisierungsmechanismen und bildet die Grundlage für die Bereitstellung anderer damit verbundener Dienste. Sie ist eine Voraussetzung für den Betrieb des Exchange-Servers. Microsoft Exchange-Server ist ein Softwareprodukt für Messaging und Zusammenarbeit. Die wichtigsten Funktionen von Microsoft Exchange sind E-Mail-Verarbeitung und Weiterleitung, gemeinsame Nutzung von Kalendern und Aufgaben, Unterstützung von mobilen Geräten und Webzugriff, Integration mit Voice-Messaging-Systemen, Unterstützung für Instant-Messaging und so weiter. Bevor Sie mit der Installation und Konfiguration von Exchange Server beginnen, sollten Sie sich die Anforderungen ansehen. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Wir benötigen zwei Computer, auf denen ein Windows Server Betriebssystem läuft. Ich zeige die Konfiguration anhand von zwei Maschinen mit Windows Server 2019 und der 12. Version des kumulatives Updates für Exchange Server 2019. Installation der Archiv, Directory, Domain Dienste auf Windows Server 2019. Die Bereitstellung von Exchange beginnt immer mit der Vorbereitung der Archive, Directory, Domain-Dienste. Das Problem ist, dass Exchange Server sehr stark von Archive Directory abhängig ist. In der Verzeichnisdienste wird die Konfiguration sowohl der Produkt- als auch der Benutzerdateneinstellungen gespeichert. Aufgrund des Archive Directory Replikation Mechanismus wird die gesamte Exchange-Infrastruktur auf dieselbe Weise konfiguriert. Dies ermöglicht es den Servern, sofort miteinander zu kooperieren. Der Exchange-Computer muss schließlich mit der Domäne verbunden werden und die interne aktive Directory-Domäne muss für die Verbindung konfiguriert werden. Weiter geht es mit dem ersten Server. Damit das System ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie vor der Installation der Archiv-Domain-Service-Rolle dem Computer einen bestimmten Namen geben und eine stattliche IP-Adresse festlegen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wählen Sie System und diesen PK umbenennen. Ich werde Archiv-Domain PK verwendet, um auf Weiter klicken. Danach werden Sie vom System darauf hingewiesen, dass Sie einen Neustart durchführen müssen, um den Namen zu ändern. Starten Sie unseren Server neu. Du
Konfigurieren Sie nun die Netzwerkeinstellungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Startmenü oder drücken Sie Windows plus X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Netzwerkverbindungen Adapteroptionen ändern. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Adapter Ethernet Properties und öffnen Sie die IPv4-Einstellungen. Aktivieren Sie das Kontrollkärtchen neben USB Forwarding IP-Adresse, folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie eine freie IP-Adresse ein. Bei dieser Einstellung wird davon ausgegangen, dass Sie Ihre Netzwerkparameter erkennen. Geben Sie die Maske und das Standard Gateway ein. Geben Sie dann unter Ferent DNS-Server, bevorzugt DNS-Server, die IP-Adresse dieses Servers an, da auf diesem Server die DNS-Server-Rolle ausgeführt wird, die mit der Archivdirektory-Domain-Service-Rolle installiert wurde. Klicken Sie dann auf OK und Close. Die Vorkonfiguration des Servers ist nun abgeschlossen und die Archivdirektory-Domain-Service-Rolle kann installiert werden. Öffnen Sie das Startmenü und starten Sie Server Manager. In dem Fenster, das sich oben rechts öffnet, klicken Sie auf Verwalten, Rollen und Funktionen hinzufügen. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Weiter, lassen Sie die Art der Installation und verwenden rollenbasierte oder funktionbasierte Installation weiter. Wählen Sie Ihren Server aus und aktivieren Sie das Kätzchen neben Archiv Directory Domain Service. Der Setup-Assistent warnt Sie, dass die folgenden Komponenten installiert werden müssen. Klicken Sie auf Add Features und dann auf Next. Belassen Sie die Standardauswahl an Komponenten. Klicken Sie auf Next. Lesen Sie weitere Informationen über Domain-Dienste und klicken Sie auf Weiter. Für die Installation klicken Sie auf Installieren. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Nun sollten Sie diesen Server zu einem Domain-Controller befördern und einen neuen Forest hinzufügen, indem Sie auf diesem Server zu einem Domain-Controller befördern klicken. In diesem Video-Tutorial füge ich einen neuen Wald hinzu, da die Installation von Grund auf neu erfolgt. Markieren Sie Add a New Forest und geben Sie den Name der Standard-Domain an Weiter. Im nächsten Schritt werden Sie auffordert, die Funktionsebene des neuen Forests und die Stammdomäne auszuwählen. Wenn Sie eine neue Gesamtstruktur hinzufügen und planen, in Zukunft Windows Server 2019 basierte Server zu verwenden, lassen Sie diese Einstellungen unverwendet. Legen Sie das Passwort für Directory Service Restore Mode fest. Und klicken Sie auf Weiter. Der Assistent warnt Sie, dass für diesen DNS-Server keine Delegierung erstellt werden kann. Ignorieren Sie dies und klicken Sie auf Weiter. Lassen Sie den NetBIOS-Domain-Namen und verwenden Weiter. Der nächste Schritt besteht darin, den Pfad zum Datenbankverzeichnis zu ändern, falls erforderlich. Anschließend erhalten Sie Informationen zu den Serverinstellungen. Danach prüft der Einrichtungsassistent, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind und gibt einen Bericht ab. Die Meldung L-Progresse Checks and Passed Status Falle bedeutet, dass die Anforderungen erfüllt sind. Klicken Sie zur Installation auf Installieren und warten Sie, bis der Server zu einem Domain-Controller hochgestuft wird. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die folgende Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf Close, um neu zu starten. Damit ist der Prozess des Upgrades des Servers zum Domain-Controller abgeschlossen. Schließlich müssen Sie auf den Domain-Server ein Archivdirektory-Konto mit dem berechtigten Enterprise, Admins, Schema Admins und Domain Admins hinzufügen. Melden Sie sich dazu mit einem Domain-Administrator-Konto an und öffnen Sie den Server-Manager. Menü Öffnen, Tools, Archive Direktory Benutzer und Computer.
wechseln Sie in dem sich öffnenden Fenster in den Ordner mit dem Namen Ihrer Domain-Benutzer. Klicken Sie auf das Symbol, um einen neuen Benutzer anzulegen. Füllen Sie hier die folgenden Felder aus, geben Sie einen Namen und ein Login an und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie dann ein Passwort für das Konto fest, entfernen Sie das Häkchen weiter. Und fertigstellen. Als nächstes müssen Sie Rechte für das Konto hinzufügen. Öffnen Sie dieses Konto durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste. Gehen Sie auf die Registerkarte Member of und klicken Sie auf Add. Fügen Sie Enterprise Admins Rechte hinzu, schreiben Sie Name, Checknames, Enterprise Admins. Okay. Jetzt schreiben Sie den Name, Schema Admins, Checknames, okay, Add, Domain Admins, okay, Apple und okay. Damit ist die Konfiguration des Archivdirektory Domains Dienste Servers abgeschlossen und Sie können mit dem Installationsprozess von Exchange Server fortfahren. Bei dieser Installation wird davon ausgegangen, dass Ihr Netzwerk bereits eingerichtet ist, die richtigen Ports geöffnet sind, damit die E-Mail-Dienste ordnungsgemäß funktionieren und so weiter. Wie ich bereits zum Beginn des Videos erwähnt habe, müssen Sie zwei Server mit installierten Windows-Server haben. Auf einem der Server sollte die Rolle Archivdirektory Domain Service installiert sein. Halten Sie ein ISO-Image der neuesten Version von Exchange Server 2019 von der Microsoft-Website herunter. Der zweite Server, auf dem Exchange installiert werden soll, muss mit der Domain verbunden werden und es muss zusätzlich Software installiert werden. Einzelheiten zu den Anforderungen und herunterbaren Komponenten finden Sie auf der Microsoft-Website. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Installieren Sie die folgenden Programme Visual C++ Plus 2012. C++ 2013. Und findet Kommunikation Manager API. URL, Umschreibungsmodul und Net Framework. Nach der Installation von Net Framework wird das System zum Neustart des Servers aufordern, den wir später durchführen werden, da wir noch einige Komponenten installieren müssen. Öffnen Sie PowerShell als Administrator. Installieren Sie zunächst das Paket Remote Administrator Tools, um Archivdirektoren für die Exchange-Installation vorzubereiten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Fügen Sie dann die erforderlichen Komponenten für Lync Server oder Skype für Business Server hinzu. Führen Sie zur Installation den folgenden Befehl aus. Installieren Sie dann die zusätzlichen Komponenten, die für den Exchange Server erforderlich sind, indem Sie diesen Befehl ausführen. Wenn alle Komponenten installiert sind, starten Sie das System neu. Der nächste Schritt besteht darin, den Exchange Server mit dem Domain zu verbinden, den es hinzufügen und den Servernamen zu ändern. Drücken Sie dazu auf der Tastatur Windows plus X, Network Connection, Change Adapter Option, rechtsklicks auf den Adapter,
Properties. Öffnen Sie das IPv4-Protokoll und geben Sie DNS an. Unser DNS-Server ist Archivdomain. Geben Sie hier seine IP-Adresse ein. Okay. Gehen Sie dann zu System Info. Remote Einstellungen. Gehen Sie hier auf die Registerkarte Computername und klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Ändern Sie den Namen des Rechners und nehmen Sie ihn in die Domain auf. Setzen Sie hier ein Häkchen und geben Sie die Domain-Adresse ein. Okay. Als letztes müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Archiv-Directory-Konto angeben, das die Gruppen Enterprise Admins, Schema Admins und Domain Admins enthält. Exchange Server ist mit der Domain verbunden. Das System wird Sie auffordern, alle Programme zu schließen, um neu zu starten. Um die Exchange Server Installation zu starten, müssen Sie sich nach dem neuen Start mit einem Konto anmelden, das die Gruppen Enterprise Admins, Schema Admins und Domain Admins enthält. Der nächste Schritt besteht darin, das zuvor heruntergeladene Exchange Server ICO Email zu mounten. Öffnen Sie das Laufwerk, das die Datei enthält, klicken Sie mit der Rechnermaustaste darauf und wählen Sie Mount. Führen Sie dann eine PowerShell als Administrator aus und navigieren Sie zum gemounteten Laufwerk, indem Sie den Laufwerkbuchstaben angeben, CDI. Um nun das Schema für Exchange zu erweitern, führen Sie folgenden Befehl aus. Der nächste Schritt besteht darin, die Archivdirektory-Container, Objekte und andere Komponenten vorzubereiten und die Exchange-Organisation zu erstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Beachten Sie, dass der Name der Organisation am Ende des Befehls Hetman Software lautet. Sie müssen Ihren eigenen Namen eingeben. Bereiten Sie nun die Domäne für die Exchange-Server-Installation mit diesem Befehl vor. Und dann können Sie mit der Installation von Exchange Server 2019 fortfahren. Öffnen Sie den gemounteten Datenträger mit dem Exchange Server Installationsdatei und führen Sie Setup XA aus. Im geöffneten Fenster können Sie im ersten Installationsschritt nach Update suchen, klicken Sie auf Weiter. Anschließend fordert der Exchange Server Installation Assistent Sie auf, Informationen zu Exchange Server 2019 einzugeben, weiter. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie nicht möchten, dass der Server automatisch Fehlerberichte an Windows sendet, wählen Sie im nächsten Schritt empfohlene Einstellungen nicht verwenden. Weiter. Wählen Sie als nächstes die folgenden Rollen aus. Mailbox-Rolle und markieren Sie Windows-Server-Rollen und Future, die für die Installation von Exchange-Servern erforderlich sind, automatisch installieren. Und klicken Sie auf Weiter. Im Fenster zur Auswahl des Installationsverzeichnisses belassen Sie die Konfiguration, wie sie ist. Weiter. Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen. Weiter. Der Prozess zur Überprüfung der Installationsbereitschaft wird gestartet. Wenn er beendet ist, stellen Sie sicher, dass die Überprüfung der Organisation und der Serverrolle erfolgreich durchgeführt wurde. Andernfalls wird auf der Seite nur die Schaltfläche Wiederholen angezeigt. Korrigieren Sie alle gefundenen Fehler und wiederholen Sie die Installation. Wenn Sie die Anweisungen befolgt haben, sollten keine Fehler auftreten. Anstelle der Schaltfläche Wiederholen befindet sich eine Schaltfläche Installieren. Klicken Sie darauf, um die Installation zu starten. Warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. Es wird empfohlen, den Computer nach der Installation neu zu starten. Ich werde später neu starten, aber um dies zu überprüfen, markieren Sie das Kätzchen neben Launch Exchange Administrator Center after Finishing Exchange Setup und klicken Sie auf Finish.
Zur Verwaltung des Servers verwenden Sie die Systemsteuerung des Exchange Administration Center, die Sie über den folgenden Link erreichen. Dabei ist EXPC der Name des Exchange-Servers. Dazu müssen Sie den Namen oder die IP-Adresse Ihres Exchange-Servers in die Adressleiste eingeben. Damit das Beginnfeld des Exchange-Verwaltungszentrums korrekt angezeigt wird, müssen Sie die Adresse des Exchange-Servers zu dem vertrauenswürdigen Host im Internet Explorer hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Geben Sie die Adresse des Exchange-Servers in das Feld LZ's Website to the Zone ein und klicken Sie auf Add. Die Adresse des Exchange-Servers wurde in die Liste der vertrauenswürdigen Hosts aufgenommen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen Close. Um aus das Kontrollpanel zuzugreifen, geben Sie den Domainnamen Ihres Archivdirektory-Kontos oder einen anderen Kontos mit Administratorrechnet ein, geben Sie das Kennwort für Ihr Archivdirektory-Konto ein und klicken Sie auf Anmelden. Daraufhin wird das Exchange-Zentren-Panel geöffnet. Um sicherzustellen, dass Exchange erfolgreich installiert wurde, führen Sie die folgenden Befehle über die Exchange-Management-Shell aus. Öffnen Start Microsoft Exchange Server 2019 Exchange-Management-Shell. Führen Sie die folgenden Befehle aus. Der Befehl listet Namen, Archivdirektory-Seite, Exchange-Server-Rolle und so weiter auf. Mit dem zweiten Befehl werden zusätzliche Informationen über den Server aufgelistet. Der Server hat den Test erfolgreich bestanden. Sie können nun mit der Erstellung von Exchange beginnen. Also haben wir die beiden Archivdomain-Directory-Server und Exchange-Server eingerichtet. Um den E-Mail-Verkehr zu starten, müssen wir die Benutzer anlegen, einen Netzwerk-Connector hinzufügen, externe virtuelle Ordnerdaten hinzufügen, externe DNS konfigurieren, ein Zertifikat erstellen, die Auto-Discover-Funktion konfigurieren und so weiter. Um E-Mail senden und empfangen zu können, sowie Verbindungsbedingungen für Clients zu erfüllen, ist die Grundkonfiguration von Exchange-Servern erforderlich, die nach der Installation des Produkts zwingend erforderlich ist. Als nächstes werden wir uns ansehen, wie man ein Postfach für einen neuen Benutzer hinzufügt. Öffnen Sie in der Exchange-Systemsteuerung den Abschnitt Rezipients und klicken Sie auf die Registerkarte Mailboxes. Klicken Sie dann auf das Pluszeichen und wählen Sie User Mailbox. Geben Sie die folgenden Details für den Benutzer ein. Wählen Sie die Organisation, in die Sie ihn Sie aufnehmen möchten, indem Sie auf die Schaltfläche Browser, User, OK klicken. Geben Sie in das Feld User Login Name den Login, MyBox Namen ein. Legen Sie dann ein Passwort fest und klicken Sie auf Weitere Optionen. Klicken Sie im Abschnitt MyBox Datenbank auf die Schaltfläche Browser und wählen Sie die Datenbank aus, in der die MyBox erstellt werden soll. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um zu speichern. Sobald der Benutzer mit der MyBox erstellt wurde, erscheinen Sie unter MyBoxen. Sie können sich nun mit diesen Anmeldendaten bei der MyBox anmelden. Die nächste wichtige Erstellung für MyBox sind die Netzwerkports. Netzwerkports sind erforderlich, damit E-Mail-Clients auf Postfächer und andere Dienste in der Exchange-Organisation zugreifen können. Wenn Sie über Firewalls oder Netzwerkgeräte verfügen, die den internen Netzwerkverkehr einschränken oder verändern können, müssen Sie Regeln konfigurieren, die eine freie und eingeschränkte Kommunikation zwischen Servern ermöglichen. Um ein Netzwerk mit NAT-Technologie einzurichten, müssen Sie die von bestimmten Diensten verwendeten Ports auf dem Router weiterleiten. Wenn Sie keine E-Mails erhalten oder eine Fehlermeldung in Bezug auf die Netzwerkports angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre Firewalls oder konfigurieren Sie Ihren Router. Fahren Sie mit dem Einrichten des Servers fort.
Der erste wichtige Parameter ist der akzeptierte Bereich. Akzeptierte Domänen sind die Domänen, die von einer Exchange-Organisation für den Empfang und Versand von E-Mail-Verkehr verwendet werden. Standardmäßig ist direkt nach einer Bereitstellung nur eine akzeptierte Domäne verfügbar. Bei Bedarf können Sie ein weiteres hinzufügen oder ein vorhandenes für Ihre Zwecke anpassen. Der nächste Schritt besteht darin, einen Sendanschluss hinzufügen. In einer Exchange-Infrastruktur übernehmen die Konnektoren die Aufgaben der Bearbeitung des ein- und ausgehenden Postflusses und nehmen auch am Exchange-Transportform teil. Damit die Messenger-Infrastruktur mit externen Systemen über SMTP kommunizieren kann, muss ein neuer Sendenconnector erstellt werden. Öffnen Sie dazu den Bereich MyFlow und klicken Sie dann auf die Registerkarte Senderverbindungen Sendconnector. Um einen neuen Anschluss hinzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen. Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen: intern, internal, extern, Internet und Partner. Um Mails extern über das Internet zu versenden, müssen wir einen externen Connector erstellen. Geben Sie einen Namen für den neuen Sendeanschluss an und klicken Sie auf Internet. Auf der nächsten Seite geben Sie an, wie die E-Mails gesendet werden sollen. Entweder mit MX-Einträgen oder über einen speziellen Smart Host. Ein MX-Eintrag ist ein RDNS-Eintrag für die Weiterleitung von E-Mails über SMTP. In diesem Beispiel wird die E-Mails gemäß diesen Einträgen gesendet. Wählen Sie MX weiter. Als letztes müssen wir angeben, für welche Domänen der neue Anschluss funktionieren soll. Klicken Sie auf das Pluszeichen und geben Sie ein Strändchen als Domäne ein, damit der neue Send-Connector alle Domänen außer Ihrer verarbeitet. Speichern, Save, weiter. Im nächsten Schritt müssen Sie angeben, auf welchen Server der Send-Connector erstellt werden soll. Klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie Ihren Exchange-Server aus, OK und fertigstellen, Finish. Nun müssen wir die DNS-Einträge für die Domäne konfigurieren. Öffnen Sie dazu einen Webbrowser und geben Sie zum Verwaltungspanel für externe DNS-Einträge für Ihre Domäne. Ich zeige es Ihnen am Beispiel des Cloudflare-Dienstes. Hier müssen Sie die Domäne auswählen, für die die DNS-Einträge konfigurieren möchten. Und dann erstellen Sie folgendes: MX-Eintrag, Mail, SPF, Auto-Discover und so weiter. Nachdem Sie die DNS-Einträge hinzugefügt haben, können Sie mit der Konfiguration des Servers fortfahren. Die grundlegende Exchange-Server-Konfiguration endet nicht mit dem Hinzufügen der akzeptierenden Domäne und dem Konfigurieren der Konnektoren. Sie müssen die richtige URLs festlegen, mit denen sich die Clients verbinden sollen. Fügen wir zunächst die externe URL für Outlook hinzu, gehen Sie zu Server und den Server Edit. Gehen Sie zu Einstellungen Outlook Enriser und legen Sie die externe Domäne fest. Tragen Sie nun die Adresse, auf die Ihr Mail-Server von Internet aus zugreifen kann, in die Exchange-Server-Konfiguration ein. Öffnen Sie dazu die Registerkarte virtuelle Verzeichnisse und klicken Sie dann auf das Schlüsselsymbol, um eine externe Domäne hinzufügen. Fügen Sie unseren Server hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Geben Sie anschließend Ihre externe Domäne in dieses Feld ein und klicken Sie auf Speichern. Die externe Domäne erscheint dann in den Konfiguration pro virtuellen Ordner. Exchange Server verwendet standardmäßig das MAP-Protokoll für den ML-Dienst. Für dieses ML-Protokoll reichen die von Ihnen vorgenommenen Anpassungen aus, um Ihre ML zum Laufen zu bringen. Die
Die angegebene externe Domäne, unter der die Exchange-Infrastruktur verfügbar sein wird, ist für die weitere Ausstellung von SSL-Zertifikat erforderlich. Digitale Zertifikate sind für den Betrieb von Exchange sehr wichtig. Die gewährleisten die sichere Kommunikation zwischen Clients und Komponenten der Messaging-Infrastruktur. Standardmäßig ist der Exchange Server so konfiguriert, dass er Transporter Security mit selbst signierte Zertifikationen verwendet. Für die Verbindung von Outlook-Clients ist diese Konfiguration jedoch nicht ganz korrekt. Als Lösung wird die Verwendung einer unternehmensweiten Public-Key-Infrastruktur empfohlen. Beginnend mit der 12. Kumulativen Version von Exchange Server 2019 und der 23. Version von Exchange Server 2006, KU23, hat Microsoft den Parameter für den Import-Export von Zertifikaten und die entsprechende Aufforderung an die Zertifizierungsstelle entfernt. Um Angreifen daran zu hindern, UNC-Pfade zu missbrauchen, hat Microsoft die Parameter entfernt, diese als Eingabe für die gemeldet von Exchange Server PowerShell und Exchange Administrator Center akzeptieren. Daher werden Sie diese Funktion in dieser Version nicht mehr sehen. Microsoft empfiehlt die Verwendung der folgenden Gemalets zum Hinzufügen und Importieren eines neuen Zertifikats. Es gibt viele sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose beliebte Zertifizierungsstellen. In diesem Beispiel haben wir den folgenden kostenlosen Dienst verwendet, Let's Encrypt, mit dem Sie ein Zertifikat für 3 Monate erstellen können. Sie können auch den bekannten Dienst SSL.com nutzen. Diese Ressourcen bietet öffentliche digitale Zertifikate, Cloud-Signatierungsdienste und PKI-Lösungen für Unternehmen. Ich werde Ihnen nicht zeigen, wie Sie das Zertifikat beantragen und ausstellen, da wir davon ausgehen, dass Sie es bereits haben. Um ein Zertifikat im Exchange zu importieren, müssen Sie die Exchange Manager Shell starten. Und den folgenden Befehl ausführen. Hier müssen Sie den Namen Ihres Servers und am Ende den Pfad zum Zertifikat angeben. Nach dem Importieren sehen Sie das neue Zertifikat im Exchange Server Download. Als nächstes müssen Sie die Dienste angeben, die dieses Zertifikat verwenden sollen. Öffnen Sie es durch Doppelklick auf das Zertifikat, gehen Sie zu Dienste und markieren Sie die gewünschten Dienste, dann speichern Sie es. Nachdem wir nun den Mail-Server konfiguriert haben, müssen wir nun testen, wie die Mail ankommen. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung in Windows und fügen Sie ein Konto hinzu. Klicken Sie auf Erweiterte Konfiguration, Exchange Active Scenes. Wie Sie sehen, müssen Sie hier neben der E-Mail-Adresse und dem Kennwort auch einen Benutzername, eine Domain-Adresse, eine Server-Adresse und einen Kontrollnamen angeben. Da ich einen DNS-Eintrag für den Auto-Discover-Dienst und eine externe Domäne in der Systemsteuerung hinzugefügt habe, zeige ich, wie man sie verwendet, damit man diese Einstellungen nicht angeben muss. AutoDiscover ist ein Dienst zur automatischen Konfiguration von E-Mail-Clients wie Outlook. Sie ist eine Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Zugang und den reibungslosen Betrieb des Hosted Exchange-Dienstes. AutoDiscover minimiert die Aktivitäten zur Benutzerkonfiguration und Bereitstellung, indem es den Clientzugriff auf Exchange-Funktionen bewährt. Für Exchange Web Service Clients wird AutoDiscover in der Regel verwendet, um die UR eines IOS Endpunkts zu ermitteln. AutoDiscover verwendet einen DNS-Shame-Eintrag für Ihre Domäne. Ich habe einen solchen Eintrag bereits hinzugefügt. Jetzt müssen Sie in Outlook nur noch Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort eingeben. Der Rest der Erstellungen wird automatisch übernommen.
Damit ist die Grundkonfiguration für Exchange Server 2019 abgeschlossen. Wenn Sie Fragen zum Exchange Server haben, hinterlassen Sie sie in den Kommentaren. Vielleicht werden sie im nächsten Video behandelt. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.